Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über den Frontier-Livestream von gestern, wo Sie schon mal so ein bisschen was von dem Update 5 und dem neuen Dominion-Malta-DLC, so heißt es, erzählt haben und gezeigt haben. Und den haben wir auch gemeinsam live geguckt. Allerdings wollte ich den jetzt nochmal kurz für euch zusammenfassen, was so alles neu ist, was wir jetzt Neues wissen, was uns gezeigt wurde. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt damit los. Zunächst zeige ich euch jetzt erstmal die Sachen, die uns zu dem kostenlosen Update 5 gezeigt wurden. Als allererstes wurden uns die 5 neuen Herausforderungslevel gezeigt. Zumindest einmal in dem Hauptmenü, dass man darüber hovert, dann kann man ja diesen kurzen Text sehen. Das seht ihr jetzt hier auch eingeblendet. Ich fasse es kurz für euch zusammen. Da haben wir einmal Arizona. Dort leben einige Gruppen von wilden Dinosauriern. Es gibt nicht viel bebaubare Fläche und die Umgebung ist lebensfeindlich. Dann haben wir als nächstes Washington State Wreckage. Dort sind einige Dinosaurier aus der Anlage ausgebrochen und laufen jetzt frei in der Gegend herum. Die muss man einfangen und diese haben auch ein Trauma. Das heißt, man muss dann bestimmte Mitarbeiter anheuern, die als Eigenschaft Psychologie haben, um diese dann zu behandeln. Dann haben wir als nächstes Pennsylvania Headquarters. Dort baut man eine Dinosaurieranlage von Anfang an auf. Und es klingt laut dem Text so, dass man ganz viele Wildfänge dann bekommt und diese dann in seinem Park unterbringen muss. Als nächstes haben wir Oregon Aviary und da sind wohl ganz viele ausgebrochene Flugsaurier, die man unter Kontrolle bringen muss. Und dann haben wir wohl die außergewöhnlichste Herausforderung, nämlich California Photography. Dort muss man halt Dinosaurierfotos auf Zeit schießen. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht genau, aber das klingt super, super spannend und auf die freue ich mich am meisten. Als nächstes sehen wir jetzt eine sehr, sehr praktische UI-Verbesserung. Nämlich, wenn man einen Dinosaurier auswählt und dann auf Terrain bearbeiten geht, dann konnte man ja früher immer nur das Territorium sehen. Und jetzt ist es halt auch so, wenn man die Pflanzen dort anpasst, dann werden dann auch Pflanzen, die der gerne frisst und sowas, grün hervorgehoben. Das könnt ihr jetzt sehen. Das ist sehr praktisch. Das sieht man übrigens auch außerhalb der Territorien. Da kann man dann halt auch in andere Gebiete dann schon mal gucken und Gehege, ob das dann da auch schon passt mit den Pflanzen. Und wenn man jetzt Dinosaurier transportiert, dann sieht man erstmal jetzt bei Gehegen drumherum, was für ein Zaun dort steht, also von der Sicherheitsstufe her, damit man genau weiß, den Dinosaurier kann ich da rein platzieren und diesen Dinosaurier halt nicht. Und man bekommt jetzt zum Beispiel auch Artgenossen so weiß markiert hervorgehoben. Und Dinosaurier, mit denen er sich versteht, die werden grün markiert. Seht ihr jetzt da hinten, genau hier. Ja, so grün, nee, blau ist es eher, ne? Es werden blau markiert. Also mit dem versteht sich der jetzt transportierte Dinosaurier sehr gut. Die weiß markierten, diese Striche, das sind neutrale Dinosaurier. Und wenn er sich mit etwas gar nicht verträgt, dann würde das jetzt rot markiert werden. Dann wird es hier leider kein Beispiel. Es gibt auch noch eine neue Anzeige, wenn man die Einfangteams benutzt. Da kann man sich jetzt auch die Dinosaurier mit einem Klick so schön blau markiert anzeigen lassen. Dann findet man die auch ohne Probleme, weil das war manchmal ein bisschen schwierig, wenn die dann im Wald und sowas waren. Und dann haben wir auch schon ein paar neue Skin-Varianten zu Gesicht bekommen. Das hier ist zum Beispiel der 2022 Dominion Dread Noctus. Den kann man jetzt ja auch mit, glaube ich, 12 Hautfarben und 7 Mustern einfärben. Und da haben wir dann schon mal 2 Beispiele im Stream gesehen. Auch der Camp Kreidezeit Kentrosaurus, den kann man jetzt ja einfärben. Da sehen wir ja auch ein paar Skin-Beispiele. Der rote hier ist, glaube ich, Standard, für den wir jetzt gerade sehen. Kann aber auch sein, dass der schon ein bisschen variiert. Den Camp Kreidezeit Uranosaurus hat man auch nochmal zu Gesicht bekommen. Den gibt es jetzt auch in 12 verschiedenen Hautfarben und 7 verschiedene Muster nochmal zusätzlich. Sieht auch wunderschön aus. Und wir haben sogar den Dominion Giga nochmal in einer anderen Variante zu Gesicht bekommen. Da gibt es dann ja auch richtig coole Farbkombinationen. Der snackt sich jetzt sogar nochmal schnell eine Ziege. Falls ihr euch fragt, wie das dann mit dem Einfärben ist, übrigens hier sieht man kurz den Atrociraptor, könnt ihr gerne mal pausieren nochmal und zurückspulen. Aber jetzt sieht man das gleich. Denn man kann jetzt hier einfach oben die Variante auswählen zusätzlich. Und dann kann man dort die Skins nochmal anpassen. Also da hat man einfach so einen zusätzlichen Auswahl weiter sozusagen und dann kann man das damit halt auswählen.
Man kann da auch komplett random auswählen. Das heißt, das können dann auch Varianten von diesen, ja, wie nenne ich das denn? Filmskins, sage ich jetzt mal, kommen. Oder Serienskins. Camp Kreidezeit selbst ja eine Serie. Und jetzt geht's über zu den Malta-DLC-Content, den man sehen konnte. Dort wird es ja drei Karten geben. Einmal eine eher so landbasiert, dann gibt es eine Bucht, die sehen wir jetzt hier gerade, und eine inselähnliche Karte. Jetzt in dem Stream haben wir leider nur diese Bucht gesehen, aber was heißt leider, das ist sogar, glaube ich, wahrscheinlich mit die coolste, denn die hat diese offene Lagune, der was ganz Besonderes ist. Im Hintergrund könnt ihr schon so ein bisschen die Gebäude sehen und auch die Lagune. Und ich sag euch erstmal noch so ein paar Infos über das ganze Gameplay. Also man spielt halt so ein bisschen parallel auf den drei Karten. Und so Sachen wie zum Beispiel Forschungen, die hat man dann auf der einen Karte freigeschaltet und die werden dann automatisch auf den anderen auch freigeschaltet. Und man kann zum Beispiel auch Dinosaurier von der einen Karte auf die andere transportieren, nämlich mit einem Frachtschiff. Ob es das jetzt optisch irgendwo gibt auf der Karte, weiß ich nicht, das habe ich leider nicht gesehen. Aber es war halt die Rede davon, dass man mit einem Frachtschiff Dinosaurier rüberbringen kann auf andere Inseln. Und es soll dann wohl auch im Laufe der Kampagne so sein, dass man zum Beispiel auf eine, also dass man die erste Insel schafft oder so zu einem bestimmten Punkt kommt, wo man die einigermaßen durchgespielt hat und die nächste Insel freischaltet. Und dann muss man ab einem bestimmten Punkt wieder zurück auf die erste Insel. Also so, man wird dann immer so ein bisschen hin und her wechseln. Aber da sind zum Beispiel dann auch so Parameter wie das Geld, was auf jeder Insel dann separat ist. Also das nimmt man dann nicht mit rüber, aber sonst so Sachen wie Forschung und Dinosaurier kann man halt mit rübernehmen. Von der Buchtkarte kann man hier jetzt gleich auch nochmal die Größe sehen. Sieht ehrlich gesagt auf den ersten Blick ein bisschen kleiner aus, als es ist. Aber ich finde das hier sehr, sehr cool, dass man hier oben so einen coolen, großen Bereich hat. Und da ist auch der Höhenunterschied mega zu der Bucht da unten. Diese Klippen da an der Seite, die gefallen mir schon richtig, richtig gut. Aber ich glaube, das wird gar nicht mal so einfach dort zu bauen, wegen den Höhenunterschieden halt. Und hier kann man dann nochmal richtig gut die offene Lagune sehen. Ich finde die so nice. Das ist echt cool. Es wird dann übrigens auch ein Mosasaurus dort freigelassen. Also man kann dann schon selber bestimmen, welche Wassersaurier man dann dort drin haben möchte. Allerdings kann man die nicht von der Größe oder so anpassen. Die ist halt vorgegeben. Ich wundere, hier sind noch so ein paar Grafikbugs. Die sind dann hoffentlich weg, wenn das DLC dann rauskommt. Kann man dann auch schon mal den Untergrund von der Lagune sehen. Ist tatsächlich ein bisschen unspektakulärer, als ich gedacht habe. Ich hätte mir da gerne so ein paar Höhenunterschiede gewünscht unter Wasser. Ist halt alles sehr, sehr glatt und sieht nicht so natürlich aus, leider. Aber man kann jetzt auch gleich nochmal die Begrenzung sehen. Also der schwimmt da dann dort auch nicht raus. Da ist dann eine Mauer. Und ich glaube, optisch ist da nichts zu sehen. Das konnte man leider im Stream nicht erkennen. Aber der Moser wird dann in dem Gebiet bleiben. So ein paar Gebäude wurden uns vom Stil dann auch noch gezeigt. Ich muss schon mal vorweg sagen, der Stil sieht wirklich cool aus. Das hier ist zum Beispiel das Ankunftsortgebäude. Dann haben wir hier als nächstes die Beschaffungszentrale. Das ist dann vermutlich das neue Gebäude, wo man dann auf den Schwarzmarkt zugreifen kann. Das wurde leider noch nicht gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Und hier haben wir das Personalzentrum. Ich glaube, man kann jetzt schon wirklich ganz gut sehen, in welche Richtung das geht vom Stil. Das ist wirklich cool. Man kann dann teilweise auch im Stream sehen, wenn die dann diese Menüs öffnen, noch so andere Gebäude, die jetzt nicht platziert hatten. Aber da so genau wollte ich da jetzt nicht drauf eingehen, sonst wird das Video zu lang werden. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne pausieren und dann euch das selber mal angucken. Jetzt gerade haben sie zum Beispiel noch die paläomedizinische Anlage errichtet. Und auch das MVU-Fahrzeug sieht anders aus. Aber auch der Jeep und der Helikopter, da gibt es jetzt auch jeweils einen passenden Vehicle-Style. Und hier könnt ihr jetzt schon wieder in dem Menü ein paar Gebäude sehen. Also es haben sich auch nicht alle verändert. Zum Beispiel diese Attraktion sieht noch relativ identisch da aus. Und ich glaube, Besucherläden und so sehen auch sehr gleich aus. Und das finde ich auch noch richtig cool, was sie gerade platziert haben. Das ist nämlich eine Truck-Tour. Und es sieht einfach aus wie so eine alte Garage. Das heißt, er fährt in die eine Seite von der Garage rein und auf der anderen raus. Also sieht halt null nach so einem Eingangsgebäude für Besucher aus. Das Hotel sieht auch noch richtig cool aus mit diesem Pool in der Innenanlage. Ach, richtig schön die Gebäude, die gefallen mir mega gut. Auch das Aviarium hat sich verändert. Das sieht dann eher so ein bisschen rostig aus. Und auch die neue Dekoration wurde uns gezeigt.
Ist tatsächlich ein bisschen weniger, als ich gedacht hatte, muss ich sagen, von den Deko-Elementen. Aber die sehen dennoch sehr, sehr cool aus. Gefallen mir alle richtig gut. Aber ich dachte eigentlich, dass wir ein paar mehr Ruinenmauern und sowas bekommen, weil es sind jetzt gar nicht so viele. Was man vielleicht noch eben so als Random Fact reinschmeißen kann. Diese drei Karten, die kann man auch direkt, bevor man die Kampagne überhaupt gespielt hat, im Sandkastenmodus spielen. Das heißt, man muss nicht vorher irgendwas freischalten oder so. Und dann wurde uns als nächstes noch der Atrociraptor gezeigt. Im Species Viewer, da könnt ihr dann schon mal so ein bisschen die Skin-Variation sehen. Das ist wirklich sehr impressive, wie viele verschiedene Farben es dort gibt. Der Oviraptor ist übrigens, wie vermutet, wirklich ein Omnivore. Also der frisst Fleisch und auch Pflanzen. Finde ich super, super spannend. Und dann haben wir auch noch den Skarno-Skin zu Gesicht bekommen. Der hat mich wirklich sehr überrascht. Den finde ich richtig cool. Das ist ja der Demon-Arno, glaube ich. Der sieht von den Farben echt nice aus. Leg dich jetzt hier schlafen. Und auch die gefiederte neue Dimorphodon-Variante wurde uns gezeigt. Da ist der Größenunterschied halt krass. Also der kleine da vorne ist der neue. Der ist irgendwie halb so groß nur wie der normale Dimorphodon. Finde ich voll süß. Aber hier sieht man das nochmal richtig gut. Den Größenunterschied. Voll putzig, wie der da flattert. Und ja, Leute, das war jetzt die Zusammenfassung von dem Frontier-Livestream von gestern. Falls ihr das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher sehen wollt, ich habe ja live darauf reagiert. Den Livestream verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht gut haut rein. Euer Daniel.